Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Most Actives. Ja, der DAX hat heute immerhin schon ein neues Allzeithoch markiert bei 14.197 Zählern. Aber dann ist ihm doch wieder ein bisschen die Puste ausgegangen, denn was hat ihn beflügelt? Öffnungsperspektiven aus dem Lockdown. Da sickert ja schon seit gestern einiges durch, was heute beim Bund-Länder-Gipfel beschlossen werden könnte. Noch wissen wir nichts Genaues, aber zumindest die Hoffnung auf eine Öffnungsperspektive, auf eine Strategie für eine vorsichtige Öffnung, das hat die Märkte ein Stück weit beflügelt. Jetzt haben wir vorhin aber aus den USA schon die ADP-Jobdaten gesehen und die sind ein bisschen schwächer ausgefallen als erwartet. Außerdem ist bei den Anleiherenditen in den USA wieder ein bisschen aufwärts gegangen. Also das hält sich jetzt gerade so ein bisschen die Waage und dementsprechend ist jetzt am Nachmittag das Plus beim DAX auch so ein bisschen zusammengeschmolzen. Wir gucken mal, wo gerade richtig viel los ist, nämlich die meistgehandelten Werte beim Online-Broker Flatex. Wie gewohnt der Blick erst auf die Kaufseite. Nanorepro, Freenet, Hornbach, VW und Nel. Bei VW waren die Analysten jetzt gerade mal ganz angetan. Die Aktie hat zuletzt deutlich angezogen und das Bankhaus Metzler sieht da noch weiteres Potenzial für den Autohersteller. Ein möglicher Börsengang von Porsche bringe zusätzliches Bewertungspotenzial mit, heißt es in einer aktuellen Studie hier von Metzler. Eine positive Anlagestory sei nach einem exzellenten vierten Quartal noch klarer geworden. Dementsprechend hat man hier die Einschätzung auf Kaufen belassen und das Ziel von 220 auf 225 Euro angehoben bei VW. Jochen Kauper aus der Redaktion vom Aktionär hat sich das Ganze natürlich auch mal angeschaut, hat gesagt, die gehen in die richtige Richtung. Die Elektrifizierung des Portfolios geht voran. Also gerade in Sachen Software muss man noch einiges am Boden gut machen. Auch das Thema autonomes Fahren muss noch stärker in den Fokus rücken. Aber er sagt, Rücksetzer sind Kaufchancen. Wir schauen weiter auf Nel. Auch hier gab es Lob von Analystenseite. In der Wasserstoffbranche haben wir ja einen ziemlichen Konkurrenzkampf gesehen und um da ausreichend Kapital zu haben, hat man vor kurzem eine Kapitalerhöhung durchgeführt und die Berenberg Bank hat das zum Anlass genommen, eben auch mal wieder genauer hinzugucken und eine Studie hier zu veröffentlichen. Und da hat man der Studie zufolge gesagt, okay, die Privatplatzierung, die zeige, also dass sie erfolgreich verlaufen ist, das Vertrauen in die kurzfristige Lieferung von Aufträgen und das Wachstum des Auftragsbestandes. Also das hört sich schon mal ganz gut an in der Studie. Und dann haben die Analysten von Berenberg das Kursziel auf 33 norwegische Kronen erhöht, also rund 3,23 Euro und ihre Einschätzung kaufen beibehalten. Der Kollege Laurenz Föhn aus der Redaktion vom Aktionär, der sagt, Nel verfügt über eine starke Bilanz, die durch die Kapitalerhöhung gestärkt wurde. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag wies Nel auf eine starke Pipeline und die damit verbundenen hohen Investitionen hin, weshalb natürlich dann auch eine volle Kasse benötigt wird. Investierte Anleger halten nach Teilverkäufen an der verbleibenden Position fest, sichern diese mit einem Stop bei 1,90 nach unten ab. So, und wir schauen jetzt mal rüber auf die Verkaufsseite. Wer tummelt sich da heute? Nanorepro, Volkswagen, Daimler, TUI und Bayer. Bei Daimler haben sich ebenfalls Analysten zu Wort gemeldet, aber es gab generell in letzter Zeit, also in dieser Woche, einiges von Daimler zu berichten. Zum Beispiel eine Zusammenarbeit. Also Daimler und Volvo, also der schwedische Brummi-Hersteller, die werden gemeinsam an der Entwicklung von Brennstoffantrieben für schwere Lastwagen arbeiten. Das haben wir schon gehört Anfang der Woche. Zuletzt hat man ja die Lkw- und Busspartenabspaltung bekannt gegeben. Also es kommt alles ganz gut an. Dadurch können die Unternehmensteile, also die Werte, die in den verschiedenen Unternehmensteilen stecken, besser zur Geltung kommen, ist so die Meinung am Markt. Und auch bei den Kollegen vom Anlegermagazin Der Aktionär kommt das Ganze ganz gut an. Jochen Kauper zum Beispiel schreibt, schöner Nebeneffekt aus dem schweren Tanker Daimler wird mehr und mehr ein flexibles und agiles Schnellboot. Der Aufwärtstrend der Aktie, schreibt er, ist nach wie vor intakt. Anleger bleiben investiert. Das Kursziel bleibt 75 Euro. Und auch die DZ Bank, also die Analysten hier, empfehlen Daimler gerade. Man hat im Krisenjahr 2020 bei dem Autobauer den Gewinn gesteigert, besser als erwartet gelaufen. Dementsprechend hat man hier die Aktie angehoben, die Einschätzung jetzt von Halten auf Kaufen und den Fernwert von 68 auf 82 Euro. Also ganz gut gelaunt heute die Analysten. Das war's für diese Ausgabe der Most Actives für heute. Wenn Sie mögen, natürlich morgen gleiche Zeit. Ich freue mich, wenn Sie da auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.